Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden! Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Ready of Ready MC und Friends. Ich habe ein neues Projekt gestartet und zwar Rayman Legends. Ich habe das irgendwie auch nirgendwo so richtig angekündigt, das sollte so eine Art Überraschung sein und ich glaube mal, die ist so gelungen. Weil wie gesagt, ich habe nirgendwo gesagt, dass ein neues Projekt an den Start kommen wird und was es sein wird, daher, jo, ich hoffe, ihr werdet Bock drauf haben und irgendwas so aus meinem Inneren hat mir gesagt, yo, spiel Rayman Legends. Weil das Ding ist, dass ich habe das Spiel schon mal Let's Played vor 3 Jahren, im Jahre 2017. Aber die Videos von da sind halt offline, daher habe ich mir mal gedacht, yo, kannst du es hier mal im Jahre 2020 gerne nochmal rausballern. Und ich hatte ultra Bock drauf, vor allem, dass das Spiel auch sehr innovativ ist und ich das Spiel mega, mega gut finde. Und mal sehen, vielleicht spielen wir sogar die 100%. Das würde dann aber auch ein bisschen dauern. By the way, das wird ein stinknormales Let's Play. Hat sich mal wieder gerimed. Ihr wisst ja, der rhymende Boss ist mal wieder am Start. Wir haben ja aktuell ein editedes Gameplay-Projekt auf dem Kanal. Und zwar Mario 3D Land. Ein Themenprojekt. Newer Super Mario Bros. Wii und jetzt ein klassisches Let's Play. Ich glaube, damit haben wir wirklich vieles abgedeckt auf diesem Kanal. Und ich hatte einfach mal Bock, weil, ja, irgendwas hat mir gesagt, spiel dieses Spiel und ich hoffe, ich werde das nicht bereuen und ich glaube, für lange Zeit werde ich es auch durchballern können, weil wie gesagt, das Spiel ist halt, bietet sehr viel Unterhaltung und ist sehr abwechslungsreich, daher, ja Freunde, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf dieses Projekt, wenn dem so ist, lasst gerne einen Like da, das würde mich sehr unterstützen und ja, teilt doch gerne dieses Video, weil das wird halt echt unterschätzt, dass wenn man halt Videos teilt, dass es halt echt eigentlich schon viel bringt und das wäre ziemlich nett, würde mich freuen und unterstützen. Freunde, ihr habt es ja gerade schon im Intro gesehen, so wie hier müssen wir, by the way, viel auch mit dem Gamepad arbeiten, deswegen werde ich manchmal runterschauen müssen. Ihr habt es schon im Intro gesehen, auf jeden Fall waren die Helden hier, Rayman und so weiter, waren die hier am Träumen, im Schlaf, aber währenddessen haben sich halt Albträume ausgebreitet und das müssen wir jetzt verhindern, damit es nicht noch mehr werden. Daher müssen wir uns jetzt in diese Welten stürzen, um die Albträume zu bekämpfen. Und das finde ich halt schon ziemlich crazy. Und ich finde generell, ich habe nicht viel Rayman gespielt. Ich habe gefühlt nur Rayman Legends gespielt. Und ich glaube, das ist auch der aktuellste Teil. Ist aber auch schon was älter. Und ich finde das, den Grafikstil einfach so nice. Und diese Innovativität in dem Spiel, das werdet ihr auf jeden Fall im Spiel noch merken, ist einfach ziemlich krass. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich weiß nicht, ob wir die 100% spielen werden. Ja, aber werden wir sehen. Also wie sich das halt so ergibt, weil es halt schon ziemlich viel bietet hier. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu schwer wäre, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, hier alles einzukollekten. Für den maximalen Spielspaß auf jeden Fall. Und ja, Freunde, ihr seht es, wir sind hier Rayman. An die vielleicht noch nie Rayman gesehen haben und gespielt haben. Das ist diese Figur, die wir hier gerade spielen. Ohne Arme, nur mit Händen, nur mit Füßen, ohne Beine. Diese crazy Figur.
Und wir können hier gerade random Sachen machen, alle wegstoßen, alle umhauen, laufen und wie heißen diese? Lums, glaube ich, müssen wir hier sammeln. Das ist praktisch die Währung hier in dem Spiel. Oh mein Gott, Freunde, ich habe so Bock auf das Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf und hier wird auch nicht viel geschnitten und so, weil das soll ein klassisches Let's Play sein. Ich hatte mal einfach mal gedacht, jo, probier's mal aus, weil ich irgendwie voll in der Mood drin war, das halt jetzt irgendwie so zu machen. Und ja, by the way, wenn es lila Lumps sind, dann sind die mehr wert als nur gelbe. Daher müssen wir immer den ersten lilanen erreichen, einsammeln, damit alle anderen auch lila werden. Just for your info. Wollte ich hier mal loswerden. Okay, wir haben hier ein weiteres Leben, by the way, gerade bekommen. Von den Kleinlingen heißen die hier, glaube ich. Und hier muss ich mal ein bisschen Knowledge rausdroppen. Okay, hier müssen wir, glaube ich, wieder mit dem Gamepad einige Sachen machen. Boah, ich werde jetzt ein bisschen aufs Gamepad gucken müssen. Weil hier halt echt viel mit dem Gamepad gemacht wird. Und ich finde das voll gut. Weil es gibt dieses Spiel, glaube ich, nicht nur, Warte. Oh mein Gott. Ah, können wir nicht da noch rechts weiter? Ah, ich glaube, das geht jetzt sowieso nicht mehr. Und wir müssen hier uns nach ganz links bringen. Weil wir da noch diese Lums mitnehmen können. Es gibt dieses Spiel. Wir spielen, by the way, gerade nicht selber. Wir spielen gerade, also ich mache gerade, ich bin gerade der Murphy. Und ich muss hier gerade Sachen machen, damit der Boy da weiterkommen kann. Also das bin ich gerade nicht, der gerade spielt. Nur just for your info, ich bin der Typ ganz links. Ja, der Typ. Was ich sagen wollte, dieses Spiel gibt es nämlich nicht nur auf der Wii U, wie ich es mitbekommen habe, sondern eben auch auf anderen Konsolen und ich finde das voll gut. Also glaube ich, bin mir gerade nicht komplett sicher. Deswegen finde ich es ultra gut, wie das hier umgesetzt wurde. Jo, ich werde hier mal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen leiser machen müssen, weil das hier schon ziemlich laut war. Und ich habe keinen Bock, dass es irgendwie ein Echo gibt oder so, deshalb hoffe ich, könnt ihr das verstehen. So, und deshalb finde ich es ultra gut, wie das hier mit dem Gamepad umgesetzt wurde. Einfach mega nice, dass man jetzt auch diese Gegner wegmachen muss, den Weg freibahnen muss für, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Ich habe mittlerweile den Namen ein bisschen vergessen von dem Typen. Also, oh, nein, geh nach da. Nein, links wäre noch was gewesen. Okay, Freunde, ich glaube, wir spielen nicht die 100%. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock auf die 100% hier habt. So. Genau, das war richtig, damit er diesen Kleinling befreien kann. Ne, wir müssen hier nämlich auch einige Kleinlinge befreien. So. Ist gerade ein bisschen belastend. Na. Und by the way, die Musik hier auch mega nice. Und hier gibt es auch sogenannte Musiklevel. Oh mein Gott, hier wird halt echt viel mit dem Gamepad gearbeitet. Hier, also ich, logischerweise merkt ihr ja, dass ich das auf der Wii U spiele. Nur zur Info. Boah, ich komme an meine ganzen Kabel hier ran. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, super. Läuft ja schon mal gut. So, Concentration vorne. Das ist aber echt krass gemacht. Ohne Witz. So, hier darf er natürlich nicht an die Stacheln kommen. Achso, es gibt ja sogenannte Music Level. Die finde ich ultra gut. Ne? Am Ende jeder Welt, kann ich jetzt schon mal sagen. Da bin ich schon ein Fan von und ziemlich nice Bosse. Also Freunde, stellt euch da auf was Nices ein. Falls ihr noch nie was von Rayman Legends gehört oder gesehen habt, das Spiel ist wild. Ich sag mal so. Ich finde das Spiel ultra gut. Und ja, wie ihr merkt, Jump'n'Run, ne? Ganz standardmäßig. Ist, glaube ich, echt mein Lieblingsgenre. Das Jump'n'Run-Genre. So, oh mein Gott, wir müssen hier so viel drehen. Ich versuche auch dieses Projekt möglichst jeden Tag zu bringen. Ich weiß, ich mache Versprechen, aber halte die manchmal nicht ein. Ich muss es halt komplett drehen. Aber ich gebe wirklich mein Bestes. Vor allem bei einem Let's Play-Projekt ist das halt schon wichtig, weil wir sonst nicht gescheit vorankommen im Spiel und die Aufmerksamkeit dann von eurer Seite auch nicht komplett da ist, was auch verständlich ist natürlich. So, wir gehen nach da, weil da ist ein... Okay, der darf nicht sterben. Hier war noch so ein Kleinling, das man gesehen hat. Aber wir haben, glaube ich, echt nur einen übersehen. Das war aber auch, dass ich zu spät einfach reagiert habe. Oh, das ist blöd. Das ist echt blöd. Ah, und ich glaube, hier braucht man auch diese Kleinlinge, um überhaupt weiterzukommen. Deswegen mal sehen, vielleicht werde ich auch privat ein bisschen nachholen. Könnt ihr doch nicht. Mann. Okay. Dann müssen wir mal diese ganzen Gegner killen. Ja. Sehr gut. Weiter geht's. Freunde, ich hoffe, ihr habt echt Bock auf dieses Spiel. Weil mir macht das gerade so viel Spaß, so wieder klassisch Let's Play mäßig. Nicht das rausballern und wie gesagt, ich hoffe einfach, ihr habt Bock. Zeigt es mir mit einem Like. So. Oh, hier müssen wir kitzeln. Den Typen da. Und, ja, irgendwie
Geh einfach weiter. Bro! Der ist ja mal komplett lost. Ist es schon das Ende hier? Okay, das ist doch schon das Ende. Ja, warte, wir müssen hier natürlich den Weg freibahnen. Haben wir doch zwei übersehen? Zwei Kleinlinge? Warte, wir beschleunigen das Ganze mal. Okay, wir haben ziemlich viele Lumps gesammelt, finde ich sehr gut. Was ist denn jetzt mit den Kleinlingen? Ich glaube, zwei haben wir übersehen. Also, ach, egal, komm. Kleinlinge in Kalamitäten. Ich habe vor dem Let's Play, habe ich mir überlegt, jo, ballerst du... Ah, nee, das waren doch, glaube ich, alle. Warte. Na. Und die zwei da. Genau, ei. Ah, das ist bitter. Ich habe mir überlegt, dieses Spiel oder dann habe ich halt noch Donkey Kong gesehen. Und dann habe ich mich doch für dieses Spiel entschieden, weil Donkey Kong ist halt zu heavy, zu schwer, aber müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal rausballern. Und dieses Spiel ist einfach... Hat halt nicht jeder so gebracht, habe ich das Gefühl. Deswegen, why not? Ne? Why not? Okay, Spukschloss, let's go, der Hase. Boah, das macht so viel Spaß, einfach so klassisch im Let's Play-Stil. Ihr könnt mir das gar nicht glauben. Ich hoffe, das kommt heutzutage trotzdem noch gut an, sowas. Aber wenn halt nicht, dann habe ich ja meine anderen Projekte. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Okay, so, jetzt können wir hier selber auch mal spielen. So, hier gönnen wir uns mal das Leben. Dann gehen wir mal runter hier. Da war nichts Besonderes. Ich finde das Spiel einfach so krass von. Es wird so krass mit Liebe gemacht. Und wenn das der Fall ist, finde ich Spiele unnormal gut. Meistens. Also ihr merkt einfach so diese ganzen Details auch. Das ist halt viel zu heavy, Freunde. Ui. Okay, kritischer Hase. Da kommen jetzt nämlich diese Äxte. Da schwingen die herum. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Ich hoffe, da war nichts unten. Soweit. Und die Musik hier allein schon. Aber Freunde, glaubt mir, die Musik wird noch viel besser und die Level werden noch viel besser werden. Und oh mein Gott, was das Spiel alles noch bieten wird. Ich sag's euch. Und dieses Spiel, so diese Musik, irgendwie so diese Main Theme, erinnert mich auch irgendwie an Mittelalter oder so. Und das finde ich voll nice. Den Vibe finde ich einfach voll nice vom Spiel. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat einfach was so. Das ist irgendwie mal was Frisches und Neues. Daher, jo. War das auf jeden Fall auch ein Grund, ob ich das hier rausgeballert, warum ich das jetzt rausballer. Klar, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich wollte es einfach nochmal machen. Ist ja 3 Jahre her und 3 Jahre sind viel. 3 Jahre sind viel. Okay, wir müssen hier... Ui, was macht er mit dem Lumm? Du dummer Bursche. So, wir müssen uns mal ansehen. Wo haben wir Stacheln, wo haben wir keinen Stacheln? Ja, als ob ich vorhin drauf achten hätte sollen. Ah, jetzt kann man es sehen. Okay, Freunde. Ich versuche mir das irgendwie zu merken jetzt. Ich glaube, so dumm werden wir aber nicht sein. So, Kreis, Viereck, Dreieck schon mal. Und wieder Kreis. Genau. Okay, easy. Das andere war auch irgendwie so ein Handsymbol. Okay, sehr interessant. Okay. Dann haben wir auch schon mal hier diesen Kleinling befreit. Das war der King. Oder the Queen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte, kann man das hier... Entweder King oder Queen. Bin mir gerade nicht sicher, weil das sind immer ein King-Kleinling und eine Queen-Kleinling. Ne? Ist halt so das Ding. So, dann hauen wir mal hier runter und dann können wir hier runter. Ist da ein Surprise? Oder ist hier ein Surprise? Das ist die große Frage. Ich glaube, hier ist eher ein Surprise wegen der Münze, die ich da sehe. Ah, okay. Das geht ganz nice. Ich dachte schon, was muss man hier machen? Okay, warte, wir riskieren mal was. Ich hoffe, der berührt mich hier nicht. Hat er nicht gemacht. Finde ich ziemlich gut. So. By the way, ich hoffe auch, dass meine Facecam-Position ziemlich angenehm ist. Sollte aber sein, dass ich nichts verdecke. Ja. Wenn doch, tut mir das leid, dann tue ich die in der nächsten Folge eine andere Position. Aber ich glaube, aktuell sieht das ziemlich gut aus. So. Weiter geht's. Du. Ich wollte schon diese Spinne im Vordergrund killen. Aber wir sind ja gerade nicht im Gamepad-Modus. Wie geht das eigentlich bei der anderen Version, wenn es ohne Gamepad ist? Ist es einfach ausgelassen irgendwie oder? Nee, das muss ja irgendwie anders gehen. Wir konnten ja jetzt hier nicht komplett was Neues reinbringen in die Wii U-Version. Also irgendwie komplett neue Inhalte, nur um das mit dem Gamepad hinzukriegen. So, if you know what I mean. Oh, aufpassen. Okay, weitere Lumps haben wir hier. Was erwartet uns hier? Eine Schmetterattacke!
Sehr schön. Die Frage ist aber, geht's da weiter oder unten? Das ist immer so eine große Frage. Hier könnte es weitergehen oder hier ist einfach ein Surprise, Motherfucker. Da wissen wir Bescheid. Ziemlich gut. So, ey, diese Typen. No! Bro. Die sind einfach die ganze Zeit diese. Die machen einfach Stress mit den Lumps. Und teilweise auch mit den kleinen Längen. Das geht so gar nicht. Das geht einfach gar nicht, Freunde. So, hier ist eine kleine. Befreien wir direkt mal. Nummer 2 war das. Okay. Ich glaube, nach dem Level machen wir auch Schluss. Dann sollte es angenehm lang sein. Ich glaube, die Folge geht echt so 20 Minuten oder so. Hey, was machen wir hier? Achso. So, so. Oh, da war sogar eine unsichtbare Wand, ne? Kennen wir ja. Und, hier haben wir wieder ein Surprise am Start. Okay. What's going on here? Boah, das Spiel sieht einfach so nice aus. Das Spiel ist eigentlich relativ alt, aber es sieht trotzdem ultra nice aus. Ich hoffe, dass bald wieder ein neuer Rayman-Teil rauskommt. Ich hoffe, den werde ich dann komplett auf jeden Fall spielen. Vielleicht auch als Let's Play, wenn es neu rauskommt. Also Ubisoft, mach mal ein neues Rayman. Weil Rayman ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn das hier nicht der aktuelle Rayman-Teil ist, dann habe ich schon ein bisschen reingeschissen. Dann ist es peinlich, aber ich glaube, dass das der aktuelle sein sollte. Also, wie den Kleinling. Sehr gut. Dann geh mal runter, Bro. Wir haben ein bisschen nichts verpasst, glaube ich. Okay. Zum Aushaken nach unten drücken. So. Okay, das ist auch ganz leicht. Oh, da ist so eine Münze. Wollen wir es mal riskieren? Ah, ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr, leider. Hm. Okay. Oh, die Musik, ne? Oh mein Gott, Freunde. Ich liebe dieses Spiel einfach. Da, da, da. Achso, hier. Genau, easy. Du, du, du. Du, 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 du. Sehr gut. Wieder ein Herz. Ah, wir hatten aber, glaube ich, auch schon eins. Man kann, glaube ich, maximal nur eins tragen. Ne, da kann man sich halt einfach Schaden leisten. Das ist praktisch so eine Absicherung. Und weiter geht's. Okay. Uiuiui. Uiuiui. Was geht denn hier jetzt ab? Die Musik wird dramatischer. Und dieser Regen, das sieht halt auch einfach alles so nice aus, ich sag's euch. Oh mein Gott, diese Theme finde ich auch voll gut. Oh, Freunde, ihr merkt, ich liebe dieses Spiel. Das ist halt krass. Ich habe halt früher nie so Rayman gespielt, aber dieses Spiel, oh mein Gott. Ui, okay, das war lief nicht so gut. Dann gehen wir mal wieder ganz kurz zurück. Zu der Liane, sorry. So, und gönne den kleinen Link, sehr gut. Wir haben über 600 Lums. Aber er kann irgendwie für die Gold-Dings-Medaille, was auch immer das war, muss man ja 600 haben und das haben wir erreicht. Das ist sehr gut. Warte, wir haben einen Lum übersehen. Okay, Freunde, wir spielen doch nicht nur 100%. Außer es wird von uns irgendwie verlangt dafür, ne, dass wir halt alle oder mehr Kleinlinge einsammeln müssen, um weiterzukommen. Hier kommt man weiter, indem man Kleinlinge einsammelt. Also so ein ähnliches Prinzip wie in Mario 3D World mit den Star Coins oder so. Ich glaube, ja. Okay. Und hier geht es wieder nach vorne in den Vordergrund. Auch so nice, wie einfach mit dem Hintergrund gespielt wird, mit dem Vordergrund. Einfach voll gut. Ich finde das voll gut. Okay. Geht es hier weiter? Oder ist hier ein Ah, hier ist das Ende. Da wird es da unten ein Surprise mal Faggers geben. Da ging es doch weiter unten. Ja. Bro, geh doch einfach runter. Okay, eine weitere Münze, die dann irgendwie zu diesen Lumps wird. Okay, krass. Ja, hier haben wir wieder eins übersehen. Nicht viel. Aber wir hätten auch alles einsammeln können. Ja, Freunde, das war's von der ersten Folge. Mir macht das Spiel so viel Spaß, ohne Witz. Boah, wir haben einfach 700 Lumps eingesammelt. Ja, crazy shit. Finde ich gut. Ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit, ihr seht es rechts, ne, mit den Gemälden. Das ist halt auch so ähnlich gemacht wie in Mario 64. So, ein auf den, würde ich mal spontan sagen. Bravo, du hast die Welt, die Zauberkröte freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Die Zauberkröte ist es, Welt 2.
Das ist Welt 2. Wir haben einfach schon Welt 2 freigeschaltet vorne. Aber wir machen alles schön nach der Reihenfolge. Hier haben wir Toad Story, wie ihr seht. Ne? Die Story mit... Ja, wäre man im Mario-Universum, würde man sagen, mit den Pilzen. Aber Toad heißt ja eigentlich Kröte und so. Da habt ihr auch mal wieder was gelernt. So, Zauberwald. Damit geht es nächstes Mal weiter. Freunde, gönnt euch einfach die nächste Folge auch, weil der Vibe, der ist krass. Ich finde das Spiel voll gut. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert, ne, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Checkt auf jeden Fall auch noch meine Social Medias in der Beschreibung ab, würde mich freuen. Und in dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, haut rein, habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.